Guten Morgen! Wenn das mal kein spontanes Video ist. Ich habe mich entschieden, zum Beispiel meinen Morgen mit euch zusammen machen. Und zwar, wie könnte es auch anders sein, habe ich hier noch Müsli. Wenn ihr schnell in meinen Kühlschrank hinschaut, das ist wirklich unspektakulär. Und es hat hier noch so Erdbeere, die eigentlich müssen gebraucht werden. Oh! Und ein Apfel, der muss gebraucht werden. Und wisst ihr was? Ich habe von einer Kundin ein Baby bekommen. Und zwar ein Sauerteigbrot-Baby. Ich habe noch nie von dem gehört. Ich habe keinen blassen Schimmer gehabt, was das ist, was sie mir von dem erzählt hat. Jedenfalls, das ist es. Und also ich hoffe jetzt einfach, ich erkläre das richtig. Das ist Brotteig, wo man so ein gären lässt. Und zum Sauerteigbrot machen braucht man das, weil dort nimmt man keine Hefe und das ist dann eigentlich wieder Ersatz für Hefe. Und das kann man immer wieder so heranziehen. Also man nimmt dann, sobald es warm ist, 80 Gramm von dem raus. Und dann muss man aber wieder neues Zeug hinzufügen, dass das so bleibt. Und sie hat mir gesagt, es gäbe es, dass Leute von ihren Grossmüttern noch so einen Teig haben. Das heisst, seit Jahrzehnten wird da immer wieder Mehl dazugegeben. Und Wasser ist es, glaube ich, nur. Es ist nur Wasser und Mehl. Aber anscheinend geht das eine Woche, bis es so weit ist. Und darum probiert man das immer so heranzuzüchten. Und ich habe mir einfach gedacht, stellt euch vor, da, also da jetzt nicht, das ist frisch. Stellt euch vor, sie hat mich verarscht. aber wenn das von der Grossmutter ist, ist es einfach möglich, dass da vielleicht noch Mehl drin ist, wo schon über 30 Jahre alt ist. Meins wäre es nicht. Ich gebe es offen und ehrlich zu. Aber ich bin eh recht heikel, wenn es um Essen geht. Vor allem so ein bisschen verdorbenes Essen. Ich weiß nicht, wie genau das ihr schon Bescheid wisst, aber ich bin Königin der Lebensmittelvergiftungen. Also von Salmonellen zu Lebensmittelvergiftungen. Das ist mein Ding. Voll meine Bandbreite. Ich muss mal schauen, wie ich euch hin tue, dass ihr da wieder ein bisschen mehr seht. Egal, ob im Restaurant, zu Hause. Ja, nein. Bei Besuch jetzt nicht gerade. Aber Restaurant zu Hause. Mich tüpft es. Mich tüpft es. Und, sorry, das sollte man nicht machen. Ich bin mir zu faul, um ein Brettchen rauszunehmen. Für so kleine Sachen. Und darum, ja, muss ich einfach sagen, eben so ein bisschen bei verdorbenen Sachen, wow, da bin ich einfach heikel. Irgendwie auch so Käse, der so halb abläuft. Ich weiß auch nicht, sobald ich vertraue mega auf mein Riechorgan. Wenn das sagt nein, dann ist einfach nein. Und ich bin aber jemand, wenn etwas abgelaufen ist, das ist mir egal. Das spielt mir wirklich keine Rolle. Weil wenn ich daran schmecke und es schmeckt okay, dann ist es gut. Und ich habe noch nie wegen so etwas eine Lebensmittelvergiftung gehabt. Es war immer wegen anderem Zeug. Ich habe hier noch ein paar frische Erdbeeren, aber man muss eben ehrlich gesagt sagen, so frisch sind sie jetzt auch nicht. Die haben überall Ecken ab und darum habe ich jetzt gedacht, verwerten wir die gerade noch, hell nicht wahr? Heute ist übrigens bei mir aufwärts, der Tag nach aufwärts Donnerstag. Ist das aufwärts Freitag? Ich glaube es nicht. Ich glaube, das ist einfach ein hundsnormaler Tag. Und ich habe heute frei, weil ich gestern gearbeitet habe. Und du jetzt einfach einmal alles erledigen. Hoffentlich, wo müsste erledigt werden. Wir haben ein paar ganz grosse Projekte, die wir angehen. Das braucht einfach immer so viel Zeit. Und das probieren wir jetzt. Ich habe jetzt gerade vorher gesehen, Nadia, ich glaube, Nadia kennt ihr langsam, gell? Mal, ihr habt sie im Vlog gesehen. Genau, sie ist meine
Fee. Und sie hat mir jetzt gerade eine riesige Zusammenfassung geschickt. Wir sind uns das mega am überlegen, wegen diesem Podcast. Und es tut mir einfach mega leid, dass ich so wenig in die Kamera schaue, wenn ich da mit euch rede. Aber irgendwie habe ich das Gefühl, meine Finger sind mir noch wichtig. Und jedenfalls hat sie jetzt das ein bisschen gründlicher angeschaut, weil sie ist vorgestern schnell ins Golden House gekommen, gerade wo eine Kundin da war. Und die Kundin hat jetzt innerhalb von einem Jahr 15 Kilo abgenommen. Huere heftig. Vor allem, ich weiss, das mag vielleicht für euch nicht so krass tönen, aber wisst ihr, ich mir noch immer vorstellen, ich bin kein Diätinstitut, kein Diätunternehmen. Ich mache keine Crash-Diäten mit den Leuten. Und dann muss man halt einfach sagen, wenn man das eben nicht macht, dann geht das vielleicht einfach nicht ganz gleich schnell, wie wenn man einfach, ich muss schon meine Hände waschen, wie wenn man einfach jemand auf so eine krasse Diät sitzt, oder? Und darum ist es umso umso nicht erstaunlicher, lobenswerter, ist irgendwie eigentlich wieder falsch Ausdruck, aber umso lässiger, dass sie mit so normaler Ernährung so einen guten Erfolg erzielt hat. Wirklich bombastisch. Und sie ist selber mega aus dem Häuschen, weil es ist halt immer so ein bisschen schluckweise vorangegangen, würde ich jetzt sagen. Und ich bin jemand, das ist mir auch schlimm. Erstens, ich sehe es nicht gut bei meinen Kundinnen. Ich bin jemand, ich habe das Gefühl, ich schaue meinen Kundinnen mehr ins Gesicht als auf den Körper. Und darum nehme ich das nicht immer unbedingt wahr, wenn die eine Veränderung haben. Aber wenn ich es sehe, dann weiss ich, jetzt muss wirklich etwas gegangen sein. Weil ich würde es sonst nicht sehen. Und ja, bei ihr war es so, regelmässigst. Und ich habe vor etwa, ich glaube, 3 Monaten, oder vielleicht ist es schon länger seitdem, mal zu ihr gesagt, hey, Mensch, wollen wir nicht ein Video machen? Deine Geschichte ist so ermutigend für so viele Frauen da draussen, weil sie einfach sehen, hey, ich muss mich nicht irgendwie fancy ernähren, weil sie hat sich so normal ernährt, ich sage euch. Und ja, sie hat Freude am Sport bekommen und einfach, sie ist so eine schöne Geschichte und sie ist so eine herzige Frau, wo ich einfach das Gefühl habe, es würde so gut tun, wenn ihr sie hören würdet. Und ja, zuerst haben wir mal gesagt, ja, dann hat sie gesagt, ja, sie fühlt sich nicht so wohl vor der Kamera, was ich voll verstehe. Und dann haben wir das so ein bisschen begraben und so. Und das letzte Mal sage ich zu ihr, du, wenn ich einen Podcast mache, kommt es dann. Dann hat sie gesagt, ja, voll, eben, sie sind voll dabei, wenn ich einen Podcast mache, sie fände das so cool. Und ja, so ist das irgendwie dann so ein bisschen entstanden. Und dann kommt Nadia rein. Und ja, wir waren gerade so in diesem Podcast-Thema gewesen. Und dann hat sie dann so gesagt, oder habe ich dann so gesagt, eben, ich habe einfach keine Ahnung, wie man einen Podcast macht. Ich meine, logisch, man nimmt irgendwie eine Tonspur auf, aber nachher, ich meine, ich kann nicht einfach auf Spotify gehen und irgendwie etwas veröffentlichen, keine Ahnung. Jedenfalls hat Nadia sich das zu Herzen genommen und gesagt, sie kümmert sich um das. Sorry, soll ich da nochmal schnell anstellen? Ich muss sagen, ich habe so ein flüssiges Müsli gemacht und darum muss da auch noch ein bisschen Crunch haben. Und etwas zu trinken. Sie sehen halt schon meine verpuffte Küche, aber ist eigentlich gleich. Und jedenfalls hat sie mir jetzt ein Mail gemacht, wo alles drauf ist. An Infos, wie man einen Podcast kreieren kann. Und ich habe schon so viele Leute im Kopf, die ich gerne würde dort dann einladen würde, die ich auch interviewen würde. Logisch würde ich euch auch erzählen. Aber einfach, das ist so ein bisschen die Idee momentan. Und es wäre so cool, wenn das zustande kommt. Dann, einfach, dass ihr wisst, die Röhrli, ich habe sie ja das letzte Mal gezeigt im Video, sie sind so cool. Ich finde sie so lässig und bin schon voll der Fan davon.
Ja, viel mehr gibt es nicht zu erzählen. Heute starten wir das dritte offiziell mit meinem Reset-Programm. Und sobald wir dann dort die ersten Erkenntnisse haben, gebe ich euch alles durch. Da hinten seht ihr mein Labor mit all diesen Sachen. Es kommt gut. Ich bin mega gespannt, wirklich. So, also, ich esse jetzt mal schnell zu Morgen und die Hüfte nachher ein bisschen umeinander. Und das war es eigentlich schon. 10 Minuten mit mir ein bisschen den Morgen verbringen. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Und wir sehen uns beim nächsten Video. Bis dann, eine gute Zeit und tschüss.